Hi zusammen, es geht weiter mit Let's Play Tomb Raider 3 Remastered auf der Suche nach 4 ozeanischen Masken in 4 Gängen mit 4 Elementen. Wir fangen an mit Erde, dann kommt Wasser, dann Feuer und dann Luft. Und sind hier unterwegs mit Miss Croft. Oh, hier müssen wir jetzt aufpassen, denn hier ist Morast. So. Das ist etwas gefährlich hier. So, da müssen wir nämlich aufpassen, dass wir irgendwie... Ich glaube, wir müssen da tatsächlich durchwarten, wenn ich mich recht entsinne. Einmal so rechts außen rum und da müssen wir irgendwo in so eine Spalte reinklettern. Ich glaube, das ist das Ziel. Beginnen wir doch einfach mal und legen los. Ja, sie bekommt sogar Luft. Das heißt, das ist hier eigentlich gut machbar. Und wir müssen hier auch irgendwas beachten... Damit wir, glaube ich, das Secret nicht verpassen. Ich hoffe, ich erinnere mich da richtig. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier raus. Ich hoffe, das geht, damit wir hier diese Insekten abknallen können, die Libellen. Sind nämlich schon wieder hier am Start. Es sind auf jeden Fall nicht nur 2. Das kann man sogar hier aus dem Morast raus machen. Auch nicht schlecht. Auf der Uzi haben wir 0. Ja, dann, nehmen wir halt den Granatwerfer. Aber hier können wir ihn jetzt gar nicht einsetzen. Oh, oh. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Ich glaube, die sollte man erst machen, bevor man hier lang geht. Kommt man hier überhaupt raus? Ja, ich glaube, hier drüben müssen wir raus. Aber sie treffen uns nicht so richtig, das ist gut. Aber trotzdem suboptimal. Aber vielleicht können wir die jetzt zusammen wegsprengen. Das wäre ganz cool. Medipacks haben wir ja eh genug, also von daher alles gut. So schlimm war es jetzt auch nicht. So. Wie nah die gerade kam. Okay, haben wir es jetzt mit den Viechern mal langsam hier. Das sind echt viele in dem Level. So, dann speichern wir einmal zwischen. Irgendwas müssen wir jetzt tun oder später, damit wir ans Secret gelangen können. Ich weiß es aber gerade nicht mehr genau, wie. Dafür nehmen wir mal den Kameramodus. So, von hier kamen die Libellen. Das Nest müssen wir ausgerottet haben. Hier geht es zum Secret. Wie kommt man da hin? Über so einen Ecksprung. Okay, da machen wir das. Ich habe es erkannt. Das ist so cool mit dem Kameramodus, da muss man nicht so lange rumsuchen. Da hat man es eigentlich relativ schnell klar, was man tun muss. Und ich glaube, dass es ein Secret ist. Auf jeden Fall sind es Goodies, aber ich bin sogar ziemlich sicher, dass es ein Secret ist. Und das muss man, glaube ich, holen, bevor hier alles einstürzt. Weil später geht das, glaube ich, nicht mehr. Das weiß ich nicht so genau. Am besten man macht es erst, weil dann kann man auch nichts falsch machen. Nachher kriegst du es vielleicht auch noch irgendwie, aber so ist es auf jeden Fall einfacher. Weil später stürzt dann hier alles zusammen und man hat ein ganz tiefes, dunkles Loch hier. Und? Ach, Moment. Das könnte doch jetzt diesen Block runterholen. Ja. Und dann ist das Secret mit dem Medipack. Seht ihr, dann hat sich das doch auch geklärt. Und man hat trotzdem gleichzeitig hier noch ein kleines gefunden. Ja, super. Dann hat sich das doch hier doppelt gelohnt. Das freut mich sehr. Und dann haben wir diese Frage mit dem Secret da auch geklärt. Und dem Block. Sehr schön. Dann müssen wir das nicht so lange noch im Kopf behalten. Gut. Und dann können wir jetzt weitergehen und diesen Raum hier erstmal lösen. Das war jetzt gerade ein Alternativweg. Hier durch den Morast durch. Und raus mit uns. So, jetzt geht's einmal hier hoch. Ich hoffe, wir haben jetzt in dem Raum nichts vergessen. Ja, hoffen wir es einfach mal. So, und jetzt kommen, glaube ich, 2 Wege. Die müssen wir uns jetzt beide mal anschauen. Ich will ja nichts verpassen. Das wäre Weg Nummer 1. Oder sie führen am Ende vielleicht auch zusammen. Ja, sie führen auch zusammen. Ich glaube, das ist für den Rückweg eher interessant. Witzig, da sah so aus, als würden die Dinger schlafen. Auf dem Boden. Weil die Libelle sah irgendwie erst tot aus. Das finde ich ganz interessant. Bleiben wir jetzt hier bei dem Granatwerfer. Wir haben es ja.
Dafür haben wir das ganze Spiel lang gesammelt, dass wir das jetzt hier auch raushauen können. Nur die Uzi, von der hatte man wirklich nicht viel, ne? Wir haben zwar die ein oder andere Munition im Spiel nicht eingesammelt. Oh, das ist auch schön. Oh ja, dann haben sie wirklich einen komplett neuen Schliff verpasst im Gesicht. Ganz anders aus. Richtig cool. Schönes Detail. Da ist noch so ein Vieh. Ah ne, das ist ja das Tote. Genau. Also man findet leider sehr wenig Uzi-Munition, dass man nicht so viel von der Uzi hat, weil man sie so schnell verschossen hat. Und da haben sie sich bei Tomb Raider 4 kurzerhand gedacht, ach, da müssen wir ein bisschen mehr Uzi-Munition machen, damit sich die Waffe auch richtig lohnt. Und da haben sie es leider extrem übertrieben. Also so ein Mittelding. Gut, hat man eher bei Tomb Raider 2, aber da hat man am Ende auch viel zu viel übrig. Da hat man aber auch 1000 Schuss. Aber wenn man dieses ganze Spiel übernimmt, dann müsste es eigentlich ganz gut hinkommen. Jo. So, hier haben wir jetzt einen Pfad. Ein Erdpfad, ein Felspfad. Und das müsste jetzt über dieser Morassstelle sein, also wo wir vorhin drumherum gelaufen sind. Genau. Und da sind wir jetzt oben angekommen und finden dort die erste ozeanische Maske, die dort thront. Ja, und leider hat jeder Raum so seine Tücke. So ist das natürlich auch hier im Bereich Element Erde. Wenn wir nämlich diese ozeanische Maske aufheben, dann stürzt hier alles zusammen. Und das ist gar nicht so einfach, hier zu entkommen, ohne zerschlagen zu werden. So, abkürzen und einfach ins Moor springen ist nicht, weil wir haben jetzt ein ganz tiefes, dunkles Loch da unten. Das heißt, wir müssen es irgendwie lebendig darunter schaffen. So, bis jetzt hat es ganz gut geklappt. Und ich gebe zu, es ist mehr Glück als Verstand. Und was ich auch schön finde, ist, dass das was ist, was es bei Tomb Raider 1 schon gab. Ich dachte gerade, hier wäre noch eine Lücke, wo irgendwas drin liegt. Und zwar nämlich ein Grab von Qualopec. Am Ende, wenn man das erste Gion-Teil aufhebt, da stürzt ja dann auch das Grab zusammen. Oh, das ist ja cool. Da haben wir jetzt Magma hier unten. Ja, und diesen Erdbebeneffekt, den haben sie jetzt hier in Tinnos recycelt. Das finde ich ganz cool. Genauso wie diese Klapptüren in der Antarktis. Die gab es ja auch bei Tomb Raider 1 schon mit Spießen in Atlantis und in der Zisterne oder im Grab des Teokan oder so. So, jetzt sollten wir uns aber hier drauf konzentrieren, weil es, wie ihr seht, nicht ganz einfach ist. Der rechte Weg ist jetzt kein guter, man sollte jetzt den linken gehen. Aber auch hier, ja, haben wir glühendes Magma, was eine sehr schöne Farbe bekommen hat, muss ich sagen. Das können wir auch gerade mal vergleichen, wie das früher ausgesehen hat, wie es heute aussieht. Vielleicht auch nochmal ganz interessant. Und der Raketen, der Granatwerfer auch ganz anders, ne? Ich mach grad mal einfach so, weil, dann ruckelt das nicht so. Oh ja! Das ist natürlich viel schöner geworden, das war extrem überbelichtet, ist aber auch wieder so ein PlayStation-Version-Ding. War in der PC-Version nicht ganz so hässlich. Der hier, so. Verwechsel irgendwie immer die beiden Funktionen Kameramodus und alte und neue Grafik. Ist noch nicht so ein Fleisch und Blut übergegangen, muss ich sagen. So, zwischenspeichern, weil ich glaube, gleich kommt wieder was von oben. Und vor allem immer auf einer anderen Stelle, weil man kann in dem Moment auch erschlagen werden. Und wenn man dann gespeichert hat, ist das ganz schlecht. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, über die Mitte zum Ausgang zu gelangen, weil nämlich genau das passiert. Man fällt ins schwarze, tiefe Loch. Das wollen wir nicht. So. Glück gehabt. Trümmer sehen auch ein bisschen besser aus im Remaster jetzt. Der Sprung hat leider nicht geklappt. Und das ist hier übrigens einer der entspannteren Rätsel, muss ich sagen. Obwohl, das Entspannteste machen wir ganz zum Schluss. Schlimmste kommt als nächstes. Das hauen wir in der Folge noch durch. Das Wasserrätsel finde ich ganz schlimm. Weil die Fallen sind da so willkürlich. Aber das sehen wir gleich. Jetzt haben wir erstmal das erste geschafft. Juhu. So, haben wir nochmal Glötzer runtergeholt. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier nichts verpasst haben. Wir können gerade noch einmal fliegen. Und da theoretisch noch hin könnte, aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da liegt auch nichts. Okay.
Gut. Dann schauen wir doch mal an, was wir da gefunden haben. Boah, die sieht ja cool aus. Die ozeanische Maske. Der hat jetzt ein richtiges Gesicht bekommen. Also früher hat es auch schon. Das sah so aus. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Die sind richtig schön geworden. Mega. Ach ja, jetzt müssen wir natürlich immer einen alternativen Ausgang nehmen. Weil nämlich das Gittertür hinter uns zugeht. Genau. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Mal gucken, ob da ein Schacht irgendwo ist. Nein. Hier gibt es auch Fallen und irgendwo noch was einzusammeln, glaube ich, auf diesem Rückweg. Und da kommt man mal aus verschiedenen Richtungen dann. Aus verschiedenen Türen. So, hier runter. Da liegt doch schon mal Munition. Nehmen wir schon mal mit. Speichern. Hier liegt nichts. Haben wir hier auch nichts. Da auch nichts. Und es gibt aber auch keine, Kriechschächte, in die man noch reinklettern könnte. Dann ziehen wir mal den hier. Und der müsste uns jetzt oben die Luke aufmachen, dass wir hier rauskommen, richtig? Irgendwie so ähnlich. Und über diesen Ausgang kommt man über verschiedene Alternativen immer wieder, dass man dann zurückkommt. Jetzt kommen wir nämlich hier bei dem... Was ist denn das für ein Rätsel hier? Ach, jetzt geht das zu. Okay, das heißt, wir können da drüber laufen. Führt das jetzt hin? Das ist alles dieser Rückweg, glaube ich. Kommt man ja dann, wie gesagt, von den verschiedenen Stationen zurück. Okay. Das ist das System. Yo, hier oben kommen wir dann auch irgendwann mal runter. Oder ist da was drin? Da kommen wir dann auch mal runter. Und hier müsste es dann zurückgehen, oder? Aber hier ist auch Wasser. Oder ist das immer der Ausweg übers Wasser? Das weiß ich gar nicht mehr. Ach nee. Das ist der Rückweg von irgendeinem, ich glaube vom Windrätsel oder so. Es hat auf jeden Fall nach dem Windrätsel geklungen. Geklungen, genau. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ich glaube, wir müssen hier raus. Das ist der Ausgang, oder? Geht es alleine auf? Ja, geschafft, Musik. Ach, schön. Aber das war nur ein Streich. Der zweite, dritte und vierte folgt zugleich. Aber zuerst holen wir das Secret. Das wollen wir als erstes natürlich tun. Da ist nämlich jetzt der Block hier. Den können wir jetzt unter die Leiter schieben. Und erstmal das holen. Weil das brennt mir sonst die ganze Zeit unter den Fingernägeln. Und dann opfern wir uns und machen das Wasserrätsel. Das ziehen wir jetzt in dieser Folge durch. Ist mir egal, wie lange das dauert. Das will ich jetzt hinter mir haben. Und die Blöcke sehen auch echt cool aus mit diesen Gesichtern drauf. Ja, gerade mit diesen Gesichtern und den feinen Texturierungen haben sie auch hier aus Tinders wirklich noch viel gemacht und echt viel rausgeholt. Was ich sehr schön finde. So, das ist das Secret. Jawoll. Ach, Antarktis-Kodex, sammle alle Geheimnisse in den Antarktis-Levels. Juhu, ich freue mich. Das heißt, wir haben alle Secrets in diesem Abschnitt schon mal komplett. Kann ja nicht mehr so viel schief gehen. So, hier in den Ecken liegt schon mal nichts rum. Die Säulen sind auch schön geworden. Können wir uns auch nochmal hier anschauen, wie sie übereinander stehen. Die Figuren. Und wie es früher ausgesehen hat. Da war es aber auch schon cool. Natürlich jetzt viel feiner, ne? Schnell durch, weil irgendwie war das gerade ein bisschen unvorsichtig. Gut, und jetzt speichern wir, bevor das irgendwie schief geht. Mit dem Rückweg, weil man kann ja ständig hier ankugeln. Aber wir gehen jetzt einfach mal durch. Ah ja, okay. Augen zu und durch ist bei den Dingern echt nicht so die Variante. Ich habe es jetzt ein paar Mal probiert. Sollte das doch gut abpassen. So, schnell, Lara. Jawohl. Gut. Ich glaube aber auch, dass man links und rechts vielleicht noch irgendwas abstauben kann. Auf diesen Plateaus hier. Aber hoch kann man da zumindest nicht. Hier rein kann man nicht, aber da kamen die
Libellen wieder mal her. Nochmal kurzes Fackel-Update, weil ich benutze schon viele, aber 50 Stück, alles im grünen Bereich. Hier kann man lang. Darüber könnte man. Aber ich glaube, da ist nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also müssen wir uns da jetzt auch nicht abquälen. Das heißt, das haben wir auch geschafft. Und nehmen uns jetzt dem Wasserrätsel an. Jetzt habe ich es lang genug rausgezögert. Jetzt müssen wir da durch. Und am Ende ist es gar nicht so schlimm. Aber schauen wir mal. Vielleicht haben sie es im Remaster ja ein bisschen besser gemacht. Genau, es war nämlich so, im Original war dieses Level, dieses Wasserrätsel leider ein bisschen willkürlich. Weil man, da hat man nämlich überall diese Säbel hier, die einen verletzen. Und die haben einen sehr willkürlich verletzt und Leben gezockt und so. Und das ist super anstrengend gewesen. Und vielleicht haben die das aber ein bisschen optimiert. Ich hoffe es. Aua, das war schon mal zum Beispiel nix. Ja, das ist ein sehr ätzendes Rätsel. Aber wie gesagt, das ziehen wir jetzt hier durch zusammen. Und ich weiß auch gar nicht, muss man jetzt erst tauchen oder muss man erst da oben lang? Ich glaube, wir müssen zum Schluss erst da oben lang. Dass das dann Richtung Ausgang geht. Na, wir speichern mal zwischen, weil wir wurden gerade mal nicht angesäbelt. Das ist schon mal sehr gut. Wir gehen hier die Speicherstände aus. Halleluja. Machen wir mal hier. Ja, das war schon mal ganz okay. Aber da kommen jetzt halt noch mehrere von diesen Dingern. Und ich finde das super anstrengend. Da liegt irgendwie Munition. Das könnte auch der Ausgang sein. Ich weiß nicht, wie man hier anfängt. Wir fangen einfach irgendwie an. Und tauchen jetzt mal da lang. Da ist nämlich ein Hebel. Ziehen wir jetzt mal. Und da können wir auch Luft holen, was sehr gut ist. Ach ja. Ja, Lara hat echt ein schönes Gesicht bekommen im Remaster. Sieht auf jeden Fall auch freundlicher aus. Ich bin mal auch mal gespannt bei Tomb Raider 4. Weil da, finde ich, im Original sieht Lara richtig asozial aus. Richtig bösartig. Und im Remaster ist sie da bestimmt auch viel netter. Ah, war das ein Zeitding? Okay. Wo sind wir jetzt? Erstmal Luft holen. Und vielleicht ein kleines Medipack nehmen. Ja, das können wir uns mal gönnen. So, ja. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe jetzt gerade nicht so den Überblick in diesem Unterwasser-Rätsel hier, aber es wird schon irgendwie werden. Und wir haben übrigens die Hochsicherheitstrakt-Hintergrundgeräusche hier gerade. Habe ich gar nicht in Erinnerung, dass das so war. Und Atlantis. Eigentlich sind es ja Atlantis-Hintergrundgeräusche. Und was ist mir jetzt egal? Und was wir auch haben, sind hier die Hebel aus dem Kloster von Bakang, wenn ich das richtig sehe, von Tomb Raider 2. Auch eine schöne Sache. So, jetzt haben wir irgendwie ein Gitter geöffnet. Das ist sehr gut. Eins nehmen wir jetzt nochmal, ist mir jetzt echt egal. Wir haben noch nicht so viele gebraucht in Tinders, das ist noch drin. Dann haben wir hier diesmal nichts. Habe ich jetzt keinen Bock, hier ewig an diesem Rätsel aufzuhängen, nur weil wir immer mal ein Fitzel Leben verlieren. Da habe ich jetzt einfach keine Lust drauf. So, jetzt nehmen wir einfach mal ein großes. Das kleine hatten wir jetzt noch nicht genommen. Jetzt holen wir erst nochmal kurz Luft. Und heben erstmal die Sachen auf, weil was wir haben, haben wir. Boah, das Rätsel ist so ätzend. Ich mag das echt gar nicht, ne? Deswegen ist das auch okay für mich, dass wir gerade ein paar Medipacks verschleudern. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, irgendwie durch. Sogar mal ohne Lebensverlust. Guck mal an. Und das führt uns wohin? Zu einem Hebel. Und jetzt haben wir wieder ein Gitter geöffnet. Wo ist das? Müssen wir, hier durch.
Ah, da ist jetzt die MP-Munition. So, was hat das gebracht? Keine Ahnung, wir brauchen erstmal Luft. Hier drüben war Luft. Egal. So, so schlimm war das jetzt doch gar nicht. Puh, okay. Ich glaube, einen wichtigen Schritt haben wir jetzt schon mal geschafft in diesem Rätsel. Auch wenn ich gerade den Überblick ein bisschen verloren habe. Weder weiß, wo die Maske ist, noch der Ausgang, aber irgendwie haben wir schon mal was bewirkt. Aber eigentlich sind wir ja bis jetzt nur hier so im Kreis rumgeschwommen, oder? Aua, das war gar nicht gut. Ja, man kann das natürlich alles in Ruhe besser abpassen. Aber ich habe da jetzt nicht so die Nerven zu, da stundenlang da so rumzutaktieren und zu warten. Weil sowieso ständig verletzt wird, auch wenn man die Säbel nicht berührt. Das ist ja das, was ich so anstrengend an diesem Level Rätsel finde. So, MP-Munition. Kann man sonst noch mal angucken, wie sie früher aussah. Das war schön. So. Und links, was haben wir oben? Waren wir oben schon? Wir waren oben noch gar nicht, ne? Machen wir das erstmal. Ich glaube, das haben wir... Ach, Menno. Das haben wir, glaube ich, geöffnet und da ist, glaube ich, die ozeanische Maske drin. Heißt die eigentlich noch so? Ich habe gar nicht geguckt vorhin. Ja, gut. Weil manchmal wird ja sowas umbenannt, wie Brecheisen zur Brechstange, Gewehr zur Schrotflinte und so weiter. So, das soll mir jetzt recht sein. Jetzt nehmen wir hier die Munition nochmal mit. Ich hoffe, dass wir nichts anderes übersehen haben auf die Schnelle. Aber dann ist es so und ich schreibe es in die Videobeschreibung, wenn das so wäre. Wo der Gegenstand gewesen wäre. So, jetzt schnell hier durch. Und ich glaube, dann haben wir die Maske doch schon, oder? Und das ist nur ein Luftloch, okay. Das bringt uns leider nichts. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich unten durch. Genauso wie dieses Rätsel bei mir ist. Unten durch. Yes. So, und jetzt ist aber hier eine verschlossene Tür. Und das ist nicht gut. Oder ist irgendwo noch ein Hebel? Aber wir haben vielleicht am Anfang auch irgendwas noch nicht ganz richtig gemacht. Weil da oben war ja auch noch was zum Rausklettern. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Hier liegt nichts. Deswegen gehen wir jetzt da nochmal. Aber in die Hocke, Lara. Jawohl. Okay. Tu, was du nicht lassen kannst. Und wo führt denn das jetzt hier hin? Ich hoffe nicht, dass das der Ausgang ist. Ach, das ist einfach ein Medipack. Aber gut. Gut für die Fundsachenstatistik. Ah, die Tiefe. Erhalte ein Medipack im Wasserraum. Okay, das scheint wohl, ein versteckter Gegenstand zu sein, wenn man dafür eine Trophäe bekommt. So unoffensichtlich ist das doch gar nicht, oder? Unoffensichtlich? Offensichtlich weiß gerade nicht. Egal. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ich finde, das war jetzt nicht so schwer versteckt, dass es einer Trophäe würdig ist. Das wollte ich damit sagen. Und die Säbel sind es auch nicht würdig, sie im Vergleich zum Original anzuschauen. Weil ich will hier einfach nur raus. Die Folge ist auf jeden Fall schon drüber. Wir brauchen die Maske noch. Und ich weiß noch nicht so richtig, was das jetzt hier gebracht haben soll alles. Was war denn jetzt? Oben war nichts. Ist das jetzt rechts? Ist die Luke zu? Da waren wir ja schon durch. Das heißt, es muss doch unten sein. Haben wir da jetzt irgendwas übersehen? Nee, da ist die Tür ja zu. Und da ist auch kein Hebel drin. Das heißt, wir tauchen nochmal gerade zurück. Und mit zurück meine ich hier lang. Um zu gucken, ob wir hier vielleicht noch was vergessen haben. Also den haben wir ja schon gezogen. Vielleicht sind wir hier noch irgendwo vorbeigetaucht. Aber hier kamen wir doch hoch, ne? Oder ist da unten was? Ja, das ist die Luke, da kamen wir hoch. Ich glaube, wir haben hier drin was vergessen. Kann das sein? Steht auf Laras Arm eigentlich Rock Technology, okay. Also Bergtechnologie. Passt ja gut hier, Antarktis, Berge und so. Da unten müssen wir auch noch irgendwie rein, ne? Und wir hatten jetzt da einen Hebel gezogen. Da ist keiner. So, wie sieht's denn hier aus? Aber da waren wir doch auch schon unten drin.
Sind wir wieder hier? Da haben wir doch hier was übersehen. Haben wir aber nicht. Nein. Wir müssen was da, ich lade jetzt nochmal, weil das müssen wir nicht tun. Wir müssen eigentlich hier was übersehen haben. Anders kann ich es mir jetzt gerade gar nicht erklären. Wir schauen uns das jetzt nochmal an. Und vielleicht auch einfach im Kameramodus. Dann haben wir da nicht so einen Stress. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Variante. Und dann hoffen wir, dass wir dieses schreckliche Rätsel hier irgendwie gewuppt bekommen. Ich gehe jetzt mal rein in den Kameramodus, weil das macht es deutlich einfacher. Also, hier oben ist ein Luftloch, da ist nichts. Dann ist hier eine verschlossene Tür, da müssen wir rein. Den Hebel haben wir gezogen. Hier ist nichts. Dann haben wir da Laras Blut. Sorry dafür. Hier drin, waren wir jetzt da drin schon? Ja, das war doch dieser Rundgang. Und da haben wir diesen Hebel gezogen. Damit wir hier unten rauskommen. Das ist mir sehr unklar, muss ich sagen. Den Hebel hatten wir gezogen, um hier drüben reinzukommen. Das brauchen wir aber nicht mehr, weil wir haben jetzt diesen Weg. Den hier. Und vielleicht haben wir doch hier was übersehen. Da ist ja noch ein Fackelstummel. Das ist ja witzig. Irgendwas haben wir hier übersehen. Vielleicht. Da oben kommen wir aber her. Da war das versteckte Medipack, was zur Trophäe geführt hat, warum auch immer. Das verstehe ich jetzt gar nicht so ganz, muss ich sagen. Weil wir eigentlich alles gemacht haben, oder? Ich weiß schon, warum ich dieses Rätsel nicht mag. Warum ich das ätzend und anstrengend finde. Der Hebel hat die Tür aufgemacht, der bringt's nicht. Müssen wir den anderen nochmal rückgängig machen? Da kann ich mich aber nicht dran erinnern, dass das so war. So war ich hier stehe oder sitze und da sind wir wieder bei Lara. Weil da ist ja definitiv nichts, oder? Übersehen wir hier irgendwas? Irgendwas übersehe ich doch. Da müssen wir rein. Aber wie geht das auf? Hier ist auch kein Hebel drin. Ja, Leute, ich bin überfragt gerade. Ziehen jetzt doch diesen Hebel hier nochmal. Vielleicht haben wir das auch irgendwie, nicht richtig gezogen gehabt. Und geladen oder so. Ah, okay. Ja, verstehe. Anscheinend hatten wir diesen Hebel nicht gezogen. Und ich hatte irgendwas geladen und da hatten wir das noch nicht gemacht gehabt. Okay. Aber das geht ja schon mal in eine Richtung auf jeden Fall. Oh Mann, ist das anstrengend. Ja, so kann es gehen. Wir sind eigentlich ziemlich schnell hier durchgekommen, aber ich habe irgendwie mich verladen wahrscheinlich und dann den Hebel nicht gezogen gehabt. So. Jetzt nehmen wir hier nochmal Luft. Speichern. Und jetzt ziehen wir das hier durch. Wie gesagt, wenn die Folge länger wird, wird sie länger. Das war gar nicht schlecht. Das haben wir voll gut abgepasst. Jetzt mal hier auf die Schulter geklopft. Und jetzt haben wir die Tür darunter erst aufgemacht. Okay. Na, das ist ja jetzt blöd gelaufen, dass ich mich da irgendwie verhaspelt habe. Aber egal. Der Weg ist das Ziel. Und jetzt haben wir dieses Ding auf und ich bin froh, dass nichts verbuggt ist, dass wir die Lösung haben und diesen Raum jetzt gleich geschafft haben. Und wir sind sicher, dass wir keine Gegenstände übersehen haben, weil wir alles tausendmal abgeflogen sind. Mit dem Fotomodus. Okay. Ja, dann haben wir es. Ich hoffe, dass der Ausgang nicht übers Wasser führt. Da habe ich jetzt keine Nerven zu. So, was hat dieser Hebel gemacht? Der hat, glaube ich, hier
nicht irgendwo eine Luke aufgemacht? Bitte, ich will das nicht alles zurückschwimmen müssen. Ich will das nicht zurück müssen. Ach, egal. Aber ich weiß ja, welche Tür es ist. Jetzt fällt es mir ein. Aber das haben wir jetzt schnell geschafft. Also jetzt tauchen wir hier unten drunter durch. Da wird man auch nicht so krass erwischt, was ganz gut ist. Also eigentlich hier unten ist voll der Heck. Aua, egal. Zum Schluss nicht ganz. Aber wie gesagt, wie viele Medipacks haben wir denn jetzt schon genommen? 4,5. Hey Leute, es ist Tinnos. Alles gut. Und jetzt hier unten durch. Und diesmal müssten wir dann hier durch rauskommen, oder? Ja, jetzt ist nämlich auch das offen. Und ich mache 3 Kreuze, Leute. Wir haben dieses schreckliche Unterwasserrätsel geschafft. Hier wird mal rausgespült. Tschüssikowski. Fertig ist der Lack. So, jetzt aber nicht zu voreilig sein, weil es kann sein, dass hier noch irgendwas ist. Aber man sieht hier wirklich nur einen Gang. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Feuerrätsel, machen einen Cut und das dann beim nächsten Mal. Aber wir müssen erst nochmal hier hoch. Hier haben wir eine große Schleuse, die wir noch hochtauchen müssen. Ich hoffe, dass uns die Luft da nicht ausgeht, je nachdem, wie weit das ist. Aber hier sind wir doch schon. Und dann, zack, kommen wir von oben und haben es geschafft. Yay, ich freue mich. Ah, das ist die falsche Richtung. Das passiert mir irgendwie immer hier. So ein ganz typischer Klassiker. Gibt es auch untypische Klassiker? Ich weiß es nicht. Und dann hier drüben raus. So, Leute. 3 Kreuze machen. Das hätten wir. Das ätzende Rätsel geschafft von Tinnos. Noch schlimmer als dieses Plattenrätsel. Jetzt haben wir wirklich die ganzen schlimmen Sachen geschafft. Ich freue mich auf die nächste Folge, da noch 2 schöne Türen zu machen. Die aber auch auf ihre eigene Art herausfordernd sind. Aber das schaffen wir jetzt ganz gut, das nächste Mal Tinnos abzuschließen. Und dann kommt schon langsam das Finale des Spiels. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann. Ciao.